Mehr zusammenarbeiten will man aber nicht nur in der Thurgauer Tourismusbranche, auch die Naturperke wollen zusammen stärker werden. Das Netzwerk der Schweizer Perke hat darum all seine Geschäftsführer auf Schaffhausen geholt und dort ist der junge regionale Naturpark für seine Arbeit gelobt worden. Sarah Poli. Es ist nicht nur die Landschaft bei Rüdlingen, die beim Treffen vom Netzwerk Schweizer Perk einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Es ist auch der bereits grosse Effort, den der regionale Naturpark Schaffhausen bis jetzt geleistet hat. Ich war sehr beeindruckt vom Stand der Entwicklung. Eben gerade das Zusammenführen von Akteuren, das Zusammenwirken von Initiativenleuten mit anderen Initiativenleuten, das ist schon recht weit fortgeschritten und es zeigen sich hier, denke ich, schöne Erfolge. Seit dem Januar 2014 läuft die vierjährige Richtungsphase vom regionalen Naturpark Schaffhausen. Die 13 Mitgliedergemeinden profitieren vom ganzen Netzwerk Schweizer Perk, das sozusagen als Dachorganisation 19 Perk unter sich vereint hat. Wir sind heute in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Vermarktung von Produkten, Labelisierung, sind wir schon recht weit. Da kann Schaffhausen ein bisschen aufspringen auf einen Zug. Diskutieren, sich austauschen, Ideen sammeln, von bereits bestehenden Projekten lernen und das Ganze richtig vermarkten. Das sind nur einige der Ziele, die die Mitglieder der Schweizer Perk miteinander verfolgen. Wer macht was, wer macht es wie, was könnte man vielleicht besser machen, was machen wir schon gut, wo die anderen davon profitieren können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich Sachen, die wir miteinander erarbeiten. Also Grundlagen, gestern haben wir sehr stark im Tourismus herum diskutiert, dass wir gemeinsame Grundlagen schaffen und so von dieser Basis aus könnten zurück in unsere Regionen und weiter schaffen. Ein Blick auf die Internetseite vom regionalen Naturpark Schaffhausen zeigt, wie viel schon geleistet worden ist. Neue Ideen kommen ständig dazu, mit dem Ziel, mehr Wertschöpfung in die Region zu bringen. Wir sind sehr, sehr stabil hier mittlerweile. Also man sieht, die Akteure machen je länger, je mehr mit. Sie machen sehr gut mit. Wir haben sehr gute Projekte, die sind jetzt sichtbar geworden. Es ist nicht mehr so wie am Anfang, wo man einfach erzählt, was man dann machen will, sondern jetzt machen wir es. Vieles ist schon erreicht worden, aber Zeit zum Ausruhen gibt es keine. 2016 wird entschieden, ob der Bund ein Okay für das definitive Naturprojekt